Moin, herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Ausgabe Nummer 19 vom großen Match Experience. Guten Tag. Gegen Friesenjung, der 1-0 in Führung liegt. Yeah. Ja, das muss er nochmal unterstreichen. Ach so, ja, nee, ich wollte ja keinen, ich wollte den Finger ja nicht so stark in die Wunde legen. Es gibt keine Wunde. Ach so, okay, ja gut, okay. Ja, ich verstehe. Ja, wir spielen auf der NF Match Map von FedAction. Link unten in der Videobeschreibung, bei mir zumindest, bei Jens weiß ich nicht, denke ich auch. Und wir wollen nicht viel Zeit verlieren, ich will meine Führung ausbauen und ja, viel Spaß dabei. Tschö, bis gleich. Ja, ich muss erstmal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich hier denn überhaupt mit unterwegs war. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also es war definitiv war es kein Stroh mehr, weil das Strohziel habe ich ja erreicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich denn nochmal war mit dem... Achso, ich gelobe übrigens auch Besserung und versuche, das Cosplay-Fenster häufiger zu schließen. Ich bin heute auch mit wieder noch mit neuen Soundeinstellungen am Start. Also daher wäre es cool, wenn ihr mir sagt, oder wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob das passt oder ob das nicht passt hier so. Ja, ihr werdet wahrscheinlich sowieso jetzt erstmal die nächsten paar Folgen damit leben müssen, weil ich das hier, weil ich hier eine Session mache, eine Aufnahmesession machen Jens und ich. Und wir müssen mal schauen. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt gemacht habe, ey. Verdammte Axt. Ich glaube, Roggen war das. Bin mir nicht sicher. Echt nicht sicher. Ja, und ich will auch versuchen, ein bisschen mehr zu kommentieren und nicht mehr so viel unkommentiert lassen. Wie gesagt, ne? Schreibt gerne in die Kommentare. Könnt ihr mich gut verstehen? Ist Jens gut zu verstehen? Ist die Musik zu laut, zu leise? Ist überhaupt Musik da? Bin ich gut zu verstehen? Sind die Maschinen laut genug, leise genug, wie auch immer? Ja, interessiert mich alles. Oh, ich eier hier mir was zurecht. Ist hier komisch. Kann ich mal eben gucken, was ich denn hier noch im Silo hab. Das nämlich automatisch abgehen. Das ist, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Weizen nehme ich nicht. Gerste. Oh, haben wir immer noch 106. Dann Gerste gemacht oder was? Das war nicht mein Match. Mal eben sehen. Und der ist voll. 64.000, das ist nicht viel, ne? Fehlen nochmal 236.000. Tausend durch 4.000 sind 50, 59 Ballen. 1000 sind drin. Und hier waren noch 'Wenn man da nicht alles holen kann. Krass.
50.000, das heißt, mir fehlen noch 54.000. So viel habe ich doch gar nicht mehr hier rumliegen, oder? Könnte mich wundern, weil ich hier irgendwo rumfliegen habe. Schau mal. Das verrechnet irgendwie scheinbar. Oder der rechnet noch. Liegen keine mehr. Irgendwo Ballen liegen? Nö, ne? Wird ja jetzt auch knapp. Da aufsammeln. Keine 59 mehr. Shit. Passenden Kurs raussuchen. Bitte. Dammt noch mal. Ich glaube, da ist ein Fahrzeug falsch zugewiesen. Wieso? Wieso? Welches denn? Ein 700er Fendt. Ich kann nicht mehr einsteigen. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Oh, ich habe ihn mir nicht zugewiesen. Oh, ah, nee, warte mal. Ah, alles gut, alles gut. Wieso komme ich denn da jetzt rein? Keine Ahnung. Gerade habe ich es versucht. Ohne Scheiß, ging nicht. Ja, ja. Bin die ganze Zeit hier am Durchtappen gewesen. Jetzt ist alles wieder gut. Die Welt ist in Ordnung. Okay, alles klar. Bin mal kurz im Shop was am gucken, ne? Ja, ja. Schauen, was ist denn hier so? Kein Big M. Was haben wir? Ein Big M. Gar nichts.
Wunderbar. Wunderbar. Aber wenn ich jetzt hier 88.000 reinhaue, ich habe hier 22 Ballen drauf. Jeder Ballen hat 4.000. Jetzt müsste der danach ja auf 346.000 sein. Schauen wir mal. Was haben wir jetzt für Kurse? Wir brauchen jetzt... Tausend haben wir dann gleich. Den fangen wir mal zum Händler. Zuordnen. Also hier tauchen schon wieder Kosten Saatgut und Kosten Dünger auf bei den offenen Posten. Ich habe doch nichts gekauft. Nein, ich auch noch. Ich auch nicht. Und ich habe letztes Mal letztes Mal standen ja auch zwei drin. Die habe ich letztes Mal einfach mal so übernommen, weil ich da keinen Bock hatte, dass die da mal drin stehen. Ja. Ich weiß nicht, wo die jetzt herkommen. Das ist echt komisch. Ist hier irgendwas auf Auto kaufen oder sonst irgendwie was an? Ich nicht. Quatsch. Keine Hydraulik. Ich würde das ja übernehmen, aber ich habe noch nicht mal 8.000 Euro. Oh, ja. Dann lassen wir es erstmal drin stehen. Ich schnapp mir die, naja.
Ja, kein Stress. Aber es ist trotzdem merkwürdig, da gebe ich dir schon recht. Also, warum die da immer wieder auftauchen. Ja, ne? Finde ich auch. Vor allem, es hat keiner was gekauft, ne? Irgendwie passt das halt nicht, ne? Ja, ist echt komisch. Da muss ich hier zusehen, dass ich jetzt möglichst schnell Silageball mache. Nützt nichts. So, und jetzt machen wir das nämlich anders. Wir berechnen nämlich einen neuen Kurs. Sorry. Für was? Ich habe aus Versehen meine Push-to-Talk-Taste aktiviert, obwohl ich es gar nicht wollte. Und jetzt machen wir natürlich zuerst. Ich würde mal einen Kurs berechnen. Ja, mach er. Wieso geht dann bei mir das Fenster auf für erweiterter Kursgenerator? Weil ich da aus Versehen drauf gedrückt habe. Drück da nochmal bitte drauf. Habe ich? Jetzt passiert nichts mehr. Aber Ja, trotzdem ist lustig. komisch, ja. Hurra, Entwicklerversion. Heute läuft's, würde ich sagen. Mal gucken. Anfangen. Mal gucken. Voll davor. Kann noch was werden. Ja, ich weiß, ich muss tanken. Ja.
Ich. Nicht, und was mache ich eigentlich hier? Gucken. Mal gucken. Mal gucken. Upsi. Da den Weizen da drin. Was soll der Quatsch denn? Also hundertprozentig koscher ist das noch nicht mit Cosplay. Das wird's nie sein, solange es da keine offizielle Release-Version von gibt. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll bei mir Gerste laden, hat Weizen geladen. Ja, super. Es soll jedes Mal irgendwas Neues mit dem Scheißding, ne? Ja, aber das hatten wir ja schon mal, sowas. Jo. Und am Neustadt war weg, ne? Ja, irgendwie schon. Müssen wir hier halt so machen. Was sagt denn hier? Eigentlich nur hier an dem dämlichen
damit fahren wir gleich. Das ist ja jetzt noch nicht so viel. Einfach mal 6 Vorgewände machen oder so. Kaum noch Bahnen, aber. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Kurz vorm Schluss. Und da ist sie. Was hast du denn jetzt schon wieder? Die zweite Kuh. Für Gerste oder was? Yes, sir. Ja dann. Hast ja alles richtig gemacht, würde ich sagen. Naja, mal gucken. Ich habe ihn natürlich nicht gedüngt. Das rächt sich natürlich. Hat pling pling gemacht. Ich hab's geahnt. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Das war's für heute, für diese 19. Ausgabe. Ich bin 2-0 in Führung, glaube ich. Und schaltet, bis jetzt, ja. Ja, schaltet gerne nächstes Mal wieder rein, wenn der Experience mich fertig macht. Ja, so soll es doch sein. Ich würde auch sagen, macht es gut, liebe Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.